Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es den zweiten Teil, wo ich Do Nails Professional ausprobiere, beziehungsweise die Nägel nicht. Keine Ahnung. Hallo, ich bin die Dani und heute kommen wir zum zweiten Teil von meinem Test von Do Nails Professional. Das ist dieses Powder Dipping Kit oder Dipping Powder Kit, genau. Und zwar ist das einfach ein Set für zu Hause, wo man die Nägel tatsächlich so modellieren kann oder so aufhübschen kann, dass sie aussehen, als kämen wir gerade frisch von der Nagelfee. Heute geht es im zweiten Teil eher um die Abnahme, ja, also um diese Nagelfarbe sozusagen, um die abzunehmen, benötigt man halt dieses Kit. Ich verlinke euch das Video, das erste Video unten in der Infobox, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Heute geht es aber auch darum, dass es ein neues Set gibt. Ja, also Do Nails Professional hat sich tatsächlich Gedanken gemacht. Also ich glaube, die haben sich ja alle unsere Wehwehchen angehört. ja, die Wehwehchen oder die, ja, die Kritiken der Pester, die das Ganze mal ausprobiert haben auf ja, YouTube und so weiter, so wie ich. Und ich glaube, die haben sich da tatsächlich das Ganze angehört, das Gejammere, und sind hingegangen und haben das Ganze in die Tat umgesetzt und daran gearbeitet. Und es ist ein neues Set entstanden. Und das ist dieses Set. Den Unterschied werde ich euch gleich zeigen. Das habe ich bereits schon abgedreht. Und das Ergebnis, ja, finde ich, kann sich sehen lassen. Es sind, ja, es ist keine Farbe drauf, sondern es ist eher Natur. Ja, also die Nägel sehen jetzt gepflegter aus als vorher. Und ja, das Ganze hält dann auch ziemlich lange. Und deswegen bin ich von diesem Set, kann ich jetzt schon mal sagen, super begeistert, weil man da auch keine LED-Lampe hat. Und trotzdem sieht es so aus, als käme man gerade frisch aus dem Nagelstudio. Das ist das neue Set von Do Nails Professional, das neue Kit, was aufgebessert worden ist, meiner Meinung nach. Und ich zeige euch gleich den Unterschied zwischen dem alten Set und diesem neuen Set. Und zwar kommt das Kit sowieso in einer edlen Form, wie ich finde. Also es hat wirklich alles sehr gute Qualität. Ist überhaupt nicht billig verpackt. Es ist wirklich sehr stabil und von der Verpackung her begeistert es mich auf jeden Fall. Das war aber auch schon bei der alten Verpackung genauso. Und dieses Set kommt halt mit, ja, wie im vorherigen Set, mit vier verschiedenen Farben als Pulver, als Dip Powder. Und dann ein Base Powder, das ist quasi die Grundlage. Und ja, es ist halt einfach ein weißes Pulver, genau. Und dann habe ich mir die Farben ausgesucht, einmal Silent Night Mauve, also eine sehr, sehr schöne Mauve-Farbe. Dann haben wir hier einmal Sparkle Pink Glitter, die fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich hier einmal Cheesecake und zu guter Letzt Rose Red. Das ist eine Rosenfarbe. Im alten Set, also das alte Set war genauso aufgebaut, aber die haben hier zum Beispiel das Design geändert. Ja, es sieht alles viel edler aus. Die Fläschchen sind erneuert worden. Die sehen viel, viel edler aus mit diesen, ja, mit diesen goldfarbenen Deckeln. Dann haben wir hier zum Beispiel den Base Coat.
Ja, das ist die Grundlage quasi, wie der Name schon sagt, Base Code. Auf jeden Fall ist das Fläschchen auf jeden Fall aufgebessert worden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist nämlich das alte Fläschchen. Also das fand ich jetzt nicht im Vergleich nicht so hübsch, aber ja, das ist auf jeden Fall wunderbar durchdacht worden. Jetzt gucke ich mal gerade, ob da die gleiche Menge drin ist. Steht da die Menge drin? Ja, 15 ml. Und hier haben wir 10 ml. Genau, also da ist auch viel mehr drin. 5 Milliliter sind da mehr drin. So, und dann haben wir, wie gesagt, einmal Base Coat, dann haben wir hier den Aktivator, den Top Coat und den Brush Saver. Und wie im alten Set auch zwei Ersatzpinsel. Und es passiert wirklich sehr, sehr schnell, dass die Pinsel, wenn man nicht aufpasst, abhärten, dass sie einfach steinhart werden. Ne? Wenn man zu viel Sauerstoff dran lässt, dann kann das schnell passieren. Und da ist es schon mal ganz gut, wenn man einen Brush Saver hat und dann eventuell noch einen Ersatzpinsel. Dann haben wir hier, wie auch im alten Set, eine Nagelfeile, beziehungsweise ja, eine Nagelfeile, wo man dann halt die Nägel auch anrauen kann, beziehungsweise modellieren kann. Und was mir positiv, wirklich noch zusätzlich positiv aufgefallen ist, das hatte ich nämlich in meinem letzten Video bemängelt, ist dieser Nagelhautschieber. Erstmal ist es jetzt schwarz. Ja, also dieser Nagelhautschieber ist jetzt schwarz und ja, Nagelhautschieber auf dieser Seite und hier auf der anderen Seite kann man auch Verbesserungen tätigen, ne? Also ja, vielleicht so ein bisschen die Ränder modellieren. Was mir aufgefallen ist, der große Unterschied, das ist nämlich der alte. Da habe ich nämlich bemängelt, dass es sehr, sehr scharfkantig ist. Ne? Also wirklich sehr scharfkantig, überhaupt nicht angenehm bei der Anwendung. Und das haben die hier tatsächlich verbessert. Also es ist nicht mehr scharfkantig. Es ist abgeschliffen worden, wie ich finde, oder abgerundet. Und das Ganze ist viel, viel angenehmer in der Anwendung. So, dann hatte ich noch im letzten Video bemängelt, bei diesem Bürstchen, beziehungsweise kann man das Bürstchen nennen, Pinsel eher. Ja, ja, also der Pinsel ist halt erstmal dazu da, um das Pulver von den Nägeln abzubürsten, vorsichtig abzubürsten. Und bei dem alten Bürstchen habe ich bemängelt, dass die Haare so einfach rausgefallen sind. Und ich habe hier das Gefühl, es hat sich gebessert, definitiv. Es ist jetzt nicht hundertprozentig, aber viel, viel besser. Ich kann noch mal schauen, ob ich das alte Bürstchen eben zum Vergleich holen kann. So, das ist das alte Bürstchen. Ich schiebe das mal eben an die Seite. Das alte. Und da war es tatsächlich so, dass die Haare, da haben wir schon, dass die Haare so rausgefallen sind. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier. Das ist bei dem neuen nicht. Also da haben die wirklich nachgedacht. Und ich glaube, die Meinung verschiedener Influencer wahrscheinlich auch oder Tester sich zu Herzen genommen und danach das Set verbessert. Also ich bin wirklich begeistert, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich wurde erhört. So, genau. Und das werden wir jetzt mal zur Seite legen, denn ich zeige euch das Set, worum es hier in diesem Video hauptsächlich geht. Und zwar das Set zum Entfernen. Das Set ist eigentlich gleich geblieben, denke ich mir. Nur das, was anders ist, ist die Farbe der Tütchen.
Ja, also das Set ist auch von der Qualität her sehr schön, sehr stabil, genau wie das von dem Nagelkit. Und hier haben wir dann für jeden Finger, klar, zehn solcher, wie nennt man die, zehn solcher Clips, ja, was man dann, womit man dann die Tücher an den Finger befestigen kann, damit sie richtig gut einwirken können. Und ja, im alten Set, das sind die Clips vom alten Set, da hat sich eigentlich nichts geändert, da gab es aber auch nichts zu bemängeln. Ja, nur das Tütchen ist jetzt anders, ich weiß es nicht. Hier haben wir diese Entfernertüchchen, Tücher, Tüchlein. Ja, die neuen sind weiß, die alten waren schwarz. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Unterschied jetzt, ob das der Unterschied nur im Design ist. I don't know. Aber wenn es den gleichen Job macht, dann ist das ja auch völlig wurscht. Einen kleinen Mangel habe ich festgestellt, und zwar, ja, was ich noch besser finden würde, wäre eine Bedienungsanleitung. Die war nämlich im alten Set drin. Im neuen Set ist sie nicht enthalten, meine ich. Aber, ah, guck mal, hier. Ich schiebe das mal eben nach oben. Hier haben wir nämlich ein Dipping Powder Kit Tutorial als QR-Code. Einfach mit dem Handy, mit dem QR-Code-Scanner scannen. Jetzt muss man eben gucken. Habe ich einen hier? Ja, ich habe einen hier. Und dann scannen wir einfach mal den QR-Code. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Und jetzt wird man auf diese Seite weitergeleitet. Ja, dort hat man das, sag schnell, Tutorial. Genau, und dann gibt es für jeden einzelnen Schritt die Anleitung dazu, sehr gut Ich durchdacht. bin mit diesem Set oder dieser Art der Nagelmodellage für zu Hause sehr, sehr zufrieden, weil es ist für mich eine willkommene Möglichkeit, meine Hände trotzdem gepflegter ausgesehen zu lassen oder die Nägel. Auch wenn man nicht so schöne Nägel hat von Natur aus, kann man das damit aufhübschen, beziehungsweise mir geht es primär um die Farbe. Ja, also die Farbe ist langanhaltend, und ich muss keine Angst haben, dass da Dellen und Macken reinkommen, dass die Farbe nach einem Tag schon die ersten Anzeichen von Gebrauchsspuren enthält. So, jetzt widmen wir uns der Entfernung. Ich möchte gerne den Daumen nochmal erneuern, weil der nicht so gut gelungen ist. Und den Ringfinger, weil der so ein bisschen Pulver abbekommen hat. Die beiden werde ich jetzt mit diesem Entferner-Set entfernen. Das Remover-Kit wird wie folgt entfernt. Man soll also erstmal den Nagel anrauen mit dem Buffer, mit der Feile, alles schön anrauen. Ach so, man entfernt also die Folie, reißt dann das Tütchen auf und dann steckt man wahrscheinlich den Finger rein. Ja, 20 Minuten, da haben wir schon im nächsten Clip. 20 Minuten warten, den Clip entfernen und das Tuch so abziehen, dass man vorher hin und her reibt und das Ganze dann mit dem Tuch zusammen von dem Nagel abzieht. Und dann gibt es noch einen fünften Schritt. Ach so, dann muss man nämlich mit dieser Feile
nicht Feile, Nagelhautschieber, die Farbe von dem Nagel entfernen. Mit der Feile nochmal arbeiten. Den zweiten Remover Pad. Das gleiche Prinzip, Folie abziehen, aufreißen. Wahrscheinlich nochmal den Finger reinstecken. Okay, und wie lange muss man dann warten? 10 Minuten. Dann die Folie abziehen. Ach so, das ist ein Kleber, das klebt hier. Deshalb die Folie. Und dann das Ganze aufreißen. Den Finger rein. Und dann einfach den Clip drüber stecken. So. So, 20 Minuten sind um und jetzt nehmen wir das Ganze ab. Wiederholen wir den Vorgang mit den Tüchern für 10 Minuten. 10 Minuten sind um. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel da abgegangen ist. Oh, wow. Alles ab. Nichts mehr drauf. Auch hier ist das Material abgegangen. Da waren nur ein paar kleine Reste, weil die Schicht etwas dicker war als diese hier. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr überrascht. Da ist wirklich nichts mehr drauf. Ich habe euch alle Informationen unten in der Infobox verlinkt. Schaut da mal rein und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.